Leute, willkommen zu Octopath Traveler. Ich habe mir off-cam mal wieder Gedanken gemacht, wie wir uns weiter steigern können und dazu auch Kommentare der letzten Folgen durchgelesen. Und da ist mir eine Sache aufgefallen. Wir hatten das Thema ja schon häufiger. Bei den Laufbahnen, wenn man das switcht, was das für Nachteile hat, wenn es überhaupt welche hat. Ich habe jetzt keine festgestellt. Und das impliziert auch schon, dass ich gewechselt habe, richtig. Denn ich dachte mir Folgendes. Okay, bei Tressa jetzt nicht, aber mit ihr habe ich was anderes vor. Ich dachte mir nämlich Folgendes. Wenn wir immer vier Leute in der Party haben, warum sollte ich dann nicht allen Vieren irgendeine Laufbahn zuweisen? Denn meistens passen ja zwei Laufbahnen zu einem Char durchschnittlich, sage ich jetzt mal. Und wir hatten es ja häufiger mal, dass ein, zwei oder sogar drei Charaktere gar keine Laufbahn hatten, weil sie bei einem anderen Charakter schon festgeschrieben war, aus meiner Sicht. Aber man kann ja switchen. Hier, ganz easy. Und ihr habt ja mal gesagt, dass es auch keine Nachteile hat. Von daher möchte ich mir das jetzt nochmal confirmen lassen von euch. Weil ich habe jetzt hier beispielsweise für das nächste Kapitel von Cyrus den Apotheker auf Firion. Den Kleriker auf Alphen. Sie ist immer noch Krieger. Und wenn Cyrus später hinzustößt, dann ist er Händler. So, und sollten wir das dann ab jetzt bei jedem Kapitel so machen, dass wir immer die Laufbahnen switchen? Also quasi jeder Char immer zwei Laufbahnen hat, parallel. Mache ich aber nur, wenn es wirklich keine Nachteile hat. Also beispielsweise hier, weiß ich nicht, wenn ich jetzt hier, nehmen wir mal Harnet. Hier, bei Krieger habe ich ja schon so verdammt viele Attacken freigeschaltet, ne? Und wenn ich jetzt wechsle, nicht, dass das dann nochmal gemacht werden muss. Aber ich glaube, so ist es nicht, weil ich habe ja auch den Dieb bei ihr schon mal drin gehabt. Und da sind die Attacken auch alle noch da. Also ich kann eigentlich keine Nachteile erkennen. Möchte es nur nochmal bestätigt haben von euch. So, und währenddessen sammle ich hier das Zeug auf. Alphen ist bei ihm Kleriker. Ist bei mir aktuell Kleriker, ja. Also für dieses Kapitel halt. Hab mich hier auch schon umgeschaut, wie man sieht. Ein paar Sachen geklaut. Mich erkundigt. Verborgene Gegenstände freigeschaltet und so Zeug. Das sammle ich jetzt alles ein. Apotheker auf Firion ist eine sehr gute Wahl. Habe ich gemacht, glaube ich sogar, ne? Ja. Ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt. Die Attacken bleiben alle. Hat keine Nachteile. Okay, dann können wir das ja auch so tatsächlich fortan immer so handhaben, oder nicht? Dann waren wir eigentlich die ganze Zeit immer unnötig zu schwach. Weil wir mit den Laufbahnen nicht geswitcht haben. Und ja, ich weiß, ich soll nicht so viele LBP verschwenden, weil wohl jeder Char eine ultimative Attacke noch erlernt. Weiß ich. Trotzdem möchte ich natürlich mit mehreren Laufbahnen arbeiten. So, hier haben wir noch eine Silberaxt. Und einen Windseelenstein-L. Es gibt keine Nachteile. Gerade beim Hauptchar kann man das gut machen, da man mit ihm am meisten LWP bekommt. Genau, und weil er sowieso immer dabei ist. Dann würde ich sagen, lassen wir bei Harnet auch Krieger und Dieb und nutzen das dann halt je nach Situation. Wobei Krieger, glaube ich, das Geilste ist, was sie so haben kann. Und apropos geil. Ich habe hier diesen Char gefunden mit dieser Waffe und Junge, das Teil brauche ich. Nur ist die Chance, es zu klauen, nur bei 3%. Deswegen werde ich mein ganzes Geld in die Hand nehmen und die Zauberroute einfach kaufen. Die ist so cool. Die will ich haben. Und wenn ich richtig gesehen habe, erhöht sie Elementangriff um 300. Alter, 300. Ist demnach perfekt für Cyrus, der jetzt auch hinzustoßen wird, wenn ich das Wirtshaus entdecke. Ist aber auch egal. Gehen wir erstmal in eine andere Stadt. Wir wollen heute nämlich vor dem Kapitel erstmal den letzten Dungeon machen.
der in Klarach irgendwo ist. Klarach-Übergang oder so. Porten wir uns also erstmal hier hin. Du kannst jederzeit wechseln und die erlernten Attacken bleiben. Die Laufbahn ändern hat sogar den Vorteil, dass du mehr Hilfsfertigkeiten bekommst. Genau, ja, ja, das weiß ich ja schon, das weiß ich ja schon. Ich wollte nur wissen, ob man da nicht irgendwie LBP verliert oder so. Aber gut, dann kann ich das ja echt, wie ich Bock hab, machen. Nur ich sollte halt nicht zu viele Wechsel vornehmen. Und mich auf zwei Laufbahnen pro Char konzentrieren. Ich glaube, das ist das Beste. So, dann holen wir ihn mal rein mit Cyrus. Gleich mal gucken. Zauberroute. Ja, Elementangriff plus 300. Alter! Das Ding kann sogar gelegentlich Gegner vergiften. Das ist eine ultimative Weapon. Ich glaube, das ist neben der Goldaxt die stärkste Waffe, die wir aktuell haben. Ja. Brutaler Scheiß. Brutaler Scheiß. So! Dann lasst uns mal diese Zwillingsfälle suchen, die hier irgendwo sein müssen. Ach, warte, kennen wir nicht sogar schon die Position? Na, hier war doch mal irgendwo eine Höhle. Westlicher Klarach-Übergang. Ne, jetzt müsst ihr mir nochmal helfen. Wo war das? Wo ist der letzte Dungeon? Wo muss ich lang? Weil hier scheint es nicht zu sein. Oder doch? Es gibt eine Höhle, aber die war nicht Level 20, oder war sie es doch? Aber das ist doch die hier. Ach so, ja, tatsächlich, hier, die suche ich ja. Lol, bin ich dumm. Bin ich dumm. Ich glaube, das ist die allererste Höhle, die wir gefunden hatten. Nur damals waren wir natürlich viel zu schwach und konnten da nichts machen. Aber da müssen wir jetzt hin. Das ist der letzte Level 20er Dungeon aus den Kapitel 1 und so, ne? Da gibt es eventuell noch tolle Ausrüstung, vor allem aber einen Boss. Und Firin ist auch dabei. Freust du dich auf The Last of Us 2? Bruder, das gehört zu den absoluten Hype-Spielen. Natürlich freue ich mich drauf. Freuen ist gar kein Ausdruck. Ich kann es nicht erwarten, bis das endlich rauskommt. Auch wenn ich bis zu einem gewissen Grad Angst habe. Weil das Erbe ist einfach so riesengroß. Ja, Last of Us 1 war perfekt. Also nahezu perfekt. Und das ist für Entwickler natürlich dann immer sauschwer, da anzuknüpfen. Die haben bestimmt so einen heftigen Druck. Will ich gar nicht drüber nachdenken. So, jetzt erstmal schauen, ob wir alle gut beieinander sind. Bei Cyrus habe ich gesehen, der kann noch ein paar Items brauchen. Und ich muss auch schauen, ob ich nicht noch ein paar LBP verbrenne. Weil nur die Laufbahn zu aktivieren, das reicht natürlich nicht. So, hier bei Apotheker beispielsweise. Wir brauchen definitiv noch die Amputation. Wir brauchen Vergiften. Das ist auch ein guter Grund, warum ich mich dafür entschieden habe. Weil Firin ist ja eh so ein Char, der gut debuffen kann. Und da gehört Vergiften eben auch dazu. Ja. Den Rest brauche ich jetzt erstmal nicht unbedingt. Dann bei Alfen. Wiederbeleben. Oder warte, kann er das nicht so. Kann er das nicht sowieso schon? Lol, ich weiß es gerade gar nicht. Kostet nur 30, komm, gib's ihm einfach. Gib's ihm einfach. Dann der Lichtangriff, ich weiß es nicht. Er hat halt nur 135 Elementarangriff, das ist echt schlecht. Andererseits. Multiangriff ist Multiangriff, na gut. Ja, und sein physischer Angriff ist auch nicht so viel höher. Und bei ihr hier ist eh alles klar. Aber wir können noch gucken auf die Hilfsfertigkeiten. Da ist ja jetzt auch was Neues hinzugekommen. Endlose Objekte. Hat ein Char diese Hilfsfertigkeit ausgerüstet und verwendet ein Objekt, besteht eine Chance von 25%. Das. Ja, nee, Moment. Da
dann müsste es doch noch mehr geben. Hab ich den jetzt gerade vergessen, den Cyrus? Nö, hab ich nicht. Schade. Dann hat er wohl nicht so tolle Hilfsfertigkeiten. Der Kerl. Nun denn. Inspiration. Das ist auch sehr, sehr gut. Wobei Standardangriff. Dazu zählt dann nicht mehr der GP und FP-Dieb, ne? Und das mache ich mit ihm eigentlich immer. Von daher lohnt sich's dann doch wiederum nicht. Aha, auch geil. Gleich mal aktivieren. Okay, weiter geht's. Donation von Baloo. 10 Euro, danke dir. Ich hatte noch nie in dem Spiel Geldprobleme und du kannst sogar bei jedem Char alle Hilfsfähigkeiten haben. Also von allen Laufbahnen. Okay. Ja, Geldprobleme werden wir sowieso nicht haben. Ich habe euch ja schon von diesem Trick erzählt, der mir herangetragen wurde. Einfach mit Dresser in die Soghöhle gehen bis zur zweiten Fackel, dann wieder zurück. Es wird nichts passieren, man kriegt jedes Mal 900 Money. Easy. Trotzdem, die 61.000, die wir gerade gezahlt haben, sind für den aktuellen Zeitpunkt im Spiel trotzdem viel Geld. Aber es hat sich gelohnt. Dieser Stab ist OP. Der könnte sogar noch locker für die dritten Kapitel sehr geeignet sein. Ich würde fast sogar sagen, der ist für die finalen Kapitel noch geeignet, Lül. Okay, probieren wir doch gleich mal hier die Lumineszenz aus. Ah shit, jetzt habe ich vergessen, den Cyrus zu heilen. Der hat vor allem keine FP. Nee, dann greife ich nicht an. Dann mache ich das jetzt mal. Das mache ich jetzt mal schnell. Moment. Ja, wenn ich jetzt halt wüsste, welches Item ich dafür brauche. Substanz, die den Kampfgeist regelt. Ach, hier steht's, okay. BP, wir brauchen aber FP. Dann muss es das sein, die Pflaumenessenz. Ja gut, das macht auch irgendwie Sinn, weil die Pflaumen sind ja generell dafür da, um FP zu regenerieren. Gib ihm! Jo, 50 Stück, nice. Und du... haust mal schön einen Pfeilregen raus. Gibt es das Spiel nur für die Switch? Yep, das ist Nintendo Switch exklusiv. Trisi, übrigens danke für deine 99 Cent oder wie viel es waren per Superchat. Ganz am Anfang des Streams war da was. Da war ich aber so am Labern, das konnte ich jetzt nicht sofort würdigen. Und Gumball, 2 Euro Trinkgeld. Danke. Jetzt muss ich mich erstmal wieder einspielen mit diesen ganzen neuen Moves. Komme ich gar nicht klar. Schön gebuffter Angriff auf dich. Okay, yo. Und jetzt unser Superstar. Der denen mal eine ordentliche Abkühlung bereitet. Super. Ich habe mit Boost mehr bekommen. Was meinst du? Komm gerade nicht mit. Ist das hier der Eingang gewesen? Tatsächlich. Gab es hier noch irgendwo was? Nee, ne? Ja, obwohl. Hier ist der Weg zur Ferientruhe. Ein übersinnlicher Stab. Hätte ich gewusst, dass da ein Stab drin ist, dann hätte ich den viel eher geholt. Weil es gab Zeiten, da hatten wir echt Probleme, was das angeht. Taugt der jetzt noch was? Elementangriff plus 78. Verringert gelegentlich Elementverteidigung des Ziels. Nee, macht bei uns eigentlich keinen Sinn. Also zumindest nicht beim aktuellen Squad. Das würde nur zu Verschlechterung führen.
Oh, was sind das für Kobras da? An interesting dilemma. Hau mal einen Eiswind raus. Oh, das macht ungebufft. Bei vollen Schildpunkten trotzdem so um die 400 bei jedem. Wie cool ist das denn? Die sind alle schon gelb oder rot. OMG. Na dann hau sie kaputt. Yeah. Herzlichen Glückwunsch zu den 1.500.000 Abonnenten, auch wenn sie nicht im Stream stehen, ja. Da habe ich wohl diesen Abo-Counter heute mal wieder vergessen. Passiert selten, aber kommt vor. Es ist echt ekelhaft, ich muss den vor jedem Stream manuell aktualisieren. Ich will nicht brennen. Mir ist warm genug, dankeschön. Check mir mal den Gegner, aber ich glaube, die sind schwach. Boah. Fangen sie trotzdem mal, weil wir haben ja Platz im Inventar. Immerhin Feuer jetzt auch auf unserer Seite. So. Warte mal, Leute. Ich schau mal, ob ich nicht jetzt hier ganz geschwind diesen blöden Abo-Counter noch aktualisieren kann. Weil das triggert mich schon, dass da jetzt eine falsche Zahl steht. Ich laufe mal währenddessen weiter. Es gibt auf jeden Fall noch eine Goldtruhe, die wir nicht erreicht haben. Und da ist auch noch eine silberne. Wie komme ich denn zu der goldenen hin? Hier runter irgendwie? Ne? Wer fliegst? Find den Weg nicht. Keine Ahnung. Oh, die Flucht hat nicht geklappt. Das ist ja bitter. Wie gesagt, ich gebe hier nebenbei das gerade ein. Jetzt darf ich mich halt nicht vertippen. Wie viel hast du gesagt? 1.500.000 und wie viel? Es soll ja genau sein jetzt. 5.274. Das ist so abnormal viel. Aber, naja. Bin mir sicher, dass da YouTube auch ein bisschen fälscht. So. Jetzt sollte es im Stream richtig eingeblendet werden. Auch wenn es vielleicht nicht zu 100% die exakte Zahl ist, ist es auf jeden Fall genauer als davor. Und ich finde den Weg zu der Goldtruhe nicht. Warte mal. Bevor wir uns jetzt in den Kampf stürzen, nochmal heilen. Oder könnt ihr mir vielleicht schnell den Weg beschreiben zu der Truhe? Das wäre auch supi. Wenn ihr es zufällig wisst. Edomtendo, wo ist die Sokhöhle? Die Sokhöhle ist hier oben bei Rippeltiden. Also, wenn ihr Geld braucht, da ist sie. Da könnt ihr easy money farmen. Ich glaube, wir machen erst den Boss und dann schaue ich nochmal, wie ich an die Truhe rankomme. Let's fight! Oh, ein riesiger Schmetterling oder so ein Nachtfalter-Viech. Auf jeden Fall was Ekliges. Die Flügel finde ich noch schön, aber alles andere ja nicht so. Ein Monarch. Alles klar. Ja, dann wollen wir mal. Ne, konzentrieren wir uns erstmal drauf, das Ding zu brechen. Also 1000 Speere. Ja! Was? Nur 3 Treffer? Harnett, von dir bin ich Besseres gewohnt. Ja. Trisi, 229. Ist Juli eigentlich auch auf der Gamescom? Ja.
War lange Zeit nicht sicher, aber seit heute ist es sicher. Sie ist auch da. Mit ihm machen wir eine Analyse, damit wir über die Schwächen bestens Bescheid wissen. Und auch über die GP. 9000 circa, okay. So, und du hast Dunkelschwäche, Speer und Bogen. Das passt mir doch eigentlich ganz gut in den Kram. Kriegen wir hin. Fürs Verteidigung reduzieren ist es noch ein bisschen zu früh, glaube ich. Ich mach mal einen ganz normalen GP-Dieb, oder? Ja. Ich weiß auch nicht, ob das Ding physisch angreift. Keine Ahnung. Was? Oh. Schaden, den er austeilen kann, ist aber auch nicht so zu unterschätzen. Warte mal, haben wir eigentlich etwas, was mir hilft, die Schildpunkte zu reduzieren? Nein. Wir müssten, wenn, dann experimentieren. Ne, echt jetzt? Ich hab Glück gehabt. Das hat sogar Schattenstärke gehabt. Aber irgendwie nur einen Schildpunkt reduziert. Ich dachte, die gemischten Sachen, die sind normalerweise so, dass die mehrere Schildpunkte runterdrücken. Ein Mega-O-Mod. Ja, irgendwie hat es Ähnlichkeiten. Stimmt schon. Nochmal Pfeilregen. Ja, was heißt nochmal? Setzen wir gerade zum ersten Mal ein. Ist aber FP-sparender und hat denselben Sinn wie das mit den Speeren. Nämlich den Bruch erzwingen. Können wir jetzt auch schon schaffen und sollten wir auch machen, denn das O-Mod wäre als nächstes dran. Aber das ist nun Geschichte. So, Firion, du wirst nun mit maximaler Power seine Verteidigung zerstören. Warte, können wir eigentlich auch die Elementverteidigung irgendwie senken? Nö. Zumindest nicht mit Firion, aber ist okay. Ist okay. 6 Runden, schwächere Verteidigung. Sehr gut. Alfin, dann mach mal die Amputation. Yo! Schön. Und mit ihr schön die Goldaxt verwenden. Yes, 4 Treffer. Und gleich nochmal dran. Würde ich mal sagen, rufen wir den Salamander. Der sich auch keine Blöße gibt. Und dann haben wir das Mega-O-Mod doch eigentlich schon fast down. Feuersturm! Verbrannt! Ja. Kraftdemonstration, die ihresgleichen sucht. Klar, wir waren jetzt für den Boss auch ein bisschen OP, aber man kann halt nicht alles auf einmal machen. Probieren zu fangen. Nee, das mache ich gar nicht erst. Das wird bei Bossen sowieso nie funktionieren. Die Chance dafür liegt bei, was weiß ich, 5% maximal. Wenn ich mal irgendwann Langeweile habe, werde ich es vielleicht offcam nochmal probieren, wie bei dem Vogel auch, aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und ich sehe gerade, der Weg zur Goldtruhe, der ist hier beim Boss erst verfügbar gewesen. Also wir konnten die gar nicht vorher finden. Alles klar. Dann auf nach Kammbruch zu Cyrus, zweitem Kapitel. Vor dem Stream gab es übrigens noch eine Donation. Soll ja nicht untergehen. Okay. Voll geheilt sind wir auch. Dann können wir eigentlich loslegen, wenn ihr Bock habt.
Was? Ich habe den Boss First Try gefangen, obwohl ich nur eine 3% Chance hatte. Dann hattest du übermenschliches Glück. Was eine Empfehlung für Harnets Bogen. Es gibt einen guten Bogen in der Kathedrale von Heiligenbrück. Ich glaube, da war ich noch gar nicht drin. Außerhalb der Story. Okay, dann schauen wir da noch vorbei. Bin mit meiner Freundin in Mallorca. Viel Spaß da. Ich wäre jetzt auch sehr gerne am Strand. Nee, ernsthaft. Habe ich mal wieder nötig. Aber muss warten. Ich werde es überleben. Oh, die Musik hier ist so schön. Ophelias Kapitel letztes Mal war sowieso sehr herzerwärmend. Ein Eisamulett. Diese Kiddies haben jetzt, glaube ich, andere Items. Wie viele Viewer sind wir eigentlich gerade? Hat Octopath die 1000 mal wieder geschafft oder nicht? Das ist ja so die Maximalgrenze bei Octopath. Mehr schafft das LP leider nicht. Obwohl es echt ein cooles Spiel ist. Und ich bedanke mich bei LeonLauke29 für die Kanalmitgliedschaft. Willkommen bei den VIPs. So, ein toller Bogen soll hier sein. Dann suchen wir mal danach. Außerdem können wir jetzt mühelos führen. Das ist klasse. Zumindest wenn es hier... Ah, shit. Wenn es hier krasse NPCs gibt. Aber wir haben gerade eh keinen Charakter im Team, der NPCs führen kann. Ist ja die Fähigkeit von Primrose und Ophelia. Wir sind 732. Arr, da geht noch mehr. Teilt den Stream, like den Stream. Nee, wirklich, das hilft. Bei Streams mehr als bei Videos. Vielleicht wird's noch was. Oh, du meinst diesen Bogen hier. Gut, der hat halt nur eine 3% Wahrscheinlichkeit zu klauen. Leider habe ich jetzt auch nicht mehr entsprechendes Geld. Den kann ich nicht abkaufen. Aber okay, danke auf jeden Fall für die Info. Ich merke mir die Position dieses Bogens. Und wenn ich wieder ein bisschen mehr Money habe oder so, dann holen wir uns den. Aber für jetzt leider nicht machbar. Das probiere ich erst gar nicht mit den 3%. Kannst vergessen. Wuhu, und auch der Gumball ist nun VIP. Na dann starten wir. Ach, ich bin immer falsch. Diese verdammten Icons sind so irreführend. Ja, das Witzhaus war oben, ne? Jetzt fällt's mir ein. Ich liebe das Spiel und das LP. Danke dir! Es gehört Mut dazu, um in einer Kirche zu klauen. Allerdings, selbst als Nichtgläubiger würde ich das nicht machen. Das ist schon echt hart, Asi. Bei mir steht 4 Dislikes. Ist auch Support. Scheiß drauf. So, dann wollen wir mal. Cyrus, Kapitel 2. In der Hoffnung, die Der Neufs GDV hat uns kurz unterbrochen, aber es ist natürlich kein Thema. Nicht so schlimm. 1-Euro-Donation. Komme gerade von der Arbeit und nun entspanne ich bei deinem Stream. Ich wünsche dir viel Spaß. Wir legen jetzt los mit Cyrus Hauptstory Kapitel 2.
In der Hoffnung, die Mysterien hinter dem Buch aus den Tiefen der Hölle aufzudecken, begibst du dich nach Kammbruch. Hier suchst du Odette auf, eine ehemalige Kollegin, die dir möglicherweise helfen kann, Licht ins Dunkel zu bringen. Bei seiner Story habe ich auch gar keine Ahnung, wie die sich weiterentwickeln könnte. Mal sehen. Was bisher geschah. Cyrus ließ die Akademie hinter sich, auf der Suche nach dem verschwundenen Buch aus den Tiefen der Hölle. Sein Verschwinden war ein Mysterium, ein großes Geheimnis. Ein Rätsel, das seine wissenschaftliche Neugierde anstachelte. Obwohl er die Schmach, seinen Posten zu verlieren, ertragen musste, war dies nur ein kleiner Preis, den er gern zahlte, für die Chance, dieses faszinierende Rätsel lösen zu können. Und so kam Cyrus nach Kammbruch, um eine alte Kollegin aufzusuchen, die die Antworten haben könnte, nach denen er suchte. Er musste die Akademie ja verlassen, wegen ungeheuerlichen Anschuldigungen einer jungen Bitch. Kann man nur so sagen, ey. Das also ist Kammbruch. Kaum zu glauben, dass es schon 10 Jahre her ist, dass Odette die Akademie verlassen hat. Und ihr Haus war... Ach ja, in ihrem Brief war ja eine Wegbeschreibung. Ich sollte noch einmal nachsehen. Du hast das Zeug zu einem herausragenden Gelehrten, Cyrus. Doch erlaube mir ein Wort der Warnung. Trotz deines Intellekts warst du in Herzenssachen stets ein rechter Tollpatsch. Das stimmt. Haben wir bereits festgestellt. Mir ist bewusst, dass dir die Forschung am wichtigsten ist. Aber du tätest gut daran, dein Verhalten dem schönen Geschlecht gegenüber zu überdenken. Du bist ansehnlicher, als es dir vielleicht bewusst ist. Wenn dir das eine Frau sagt, dann muss was dran sein. Wenn du nicht Vorsicht walten lässt, könnten deine Worte und Handlungen missverstanden werden von denen, die dich umgeben. Das hätte ich besser nicht noch einmal gelesen. Beim ersten Mal bin ich vor Lachen fast vom Stuhl gefallen. Jetzt erscheinen mir diese Zeilen nahezu prophetisch. Dass ich von der Akademie verbannt sein würde wegen solch eines erdichteten Skandals. Ich kann Odette schon lachen sehen, wenn ich ihr das erzähle. Es hat keinen Zweck, sich darüber zu sorgen. Früher oder später werde ich es ihr erzählen müssen. Ich versuche mich stets vorzeigbar zu präsentieren, das stimmt. Aber schmeichelt mein Antlitz wirklich so dem Auge? Oh weh mir, verdammt dazu, mein gutes Aussehen und Charisma nie wirklich zu erkennen. Als ob die zwei direkt... Ja, genau. Alles klar. Na, dann sprechen wir mal mit dieser Odette. Anyhow. Wie dem auch sei, da wären wir. Yes, yes, ja, ja, ich komm schon. Ulala. Es ist lange her, Odette. WTF? Du bist ja immer noch da. Dann leide ich wohl doch nicht unter müdigkeitsbedingten Halluzinationen. Ich bin's, Odette. Leibhaftig. Gut, dich so gesund und munter wie eh und je vorzufinden. Und du bist zweifellos so unerträglich wie eh und je.
Worauf wartest du noch? Rein mit dir. Überaus gern. LOL! Warum wusste ich nur, wie deine Reaktion ausfallen wird? Wir waren damals praktisch wie eineiige Zwillinge. Allein dich gehen zu sehen, war schon ein Spaß an sich. Ich hatte da immer so eine Ahnung, dass du Probleme mit den Damen bekommen würdest. Aber dass es gleich die Prinzessin sein muss. Da hast du selbst meine wildesten Erwartungen übertroffen. Mit meinem Rauswurf hoffen sie, den guten Namen ihrer Hoheit zu schützen. Ich muss wohl nicht erwähnen, dass nichts davon stimmt. Natürlich, natürlich, ich bin sicher, es ist so, wie du sagst, du bist kein Perf. Ihre Hoheit und diese Therese sind nur deine Studentinnen. Sie hegen keinerlei romantische Ambitionen dir gegenüber, ganz bestimmt nicht. Du bist mir echt einer, Cyrus. Aber es ist eine Erleichterung zu sehen, dass dein Beobachtungssinn so scharf ist wie eh und je. Mhm. Und nun? Hast du den weiten Weg nur auf dich genommen, um mich zu unterhalten? Dann kann ich dir nur gratulieren, denn das hast du geschafft. Spar dir die Glückwünsche für eine andere Gelegenheit auf. Ich suche nach einem bestimmten Folianten. Sagt dir aus den Tiefen der Hölle vielleicht etwas? Das klingt nach einem wahrhaft fröhlichen Werk. Ich kann dir sagen, dass es ein Kompendium alter Riten und Rituale ist. Nicht, dass ich es selbst gelesen hätte, versteht sich. So viel weiß ich schon. Ich hoffte, du könntest mir mehr dazu sagen. Vielmehr nicht. Es beschäftigt sich mit Nekromantie, glaube ich. Nekromantie? Ja, Präziseres kann ich dazu nicht beisteuern. Ist aber schwach. Wirklich, ich war sicher, dass wenn überhaupt jemand, dann du mich erleuchten könntest. Soll das eine Schmeichelei sein? In Ordnung, gib mir einfach ein bisschen Zeit. Sobald ich das Problemchen gelöst habe, das mich zurzeit plagt, werde ich Nachforschungen anstellen. Oho. Ja, Problemchen sagst du? Mein Interesse ist geweckt. Ich habe dich immer für die Art Mensch gehalten, der seine Probleme zerkaut und ausspuckt, bevor sie zu Eingemachtem werden. Deine Schmeichelei lässt schon wieder zu wünschen übrig. Egal, da du schon mal hier bist, kannst du dich auch nützlich machen. Tatsächlich ist es so, dass in letzter Zeit eine ganze Reihe von Leuten verschwunden ist. Oha. Unter verdächtigen Umständen, nehme ich an. Naturally. Exakt. Viele scheinen buchstäblich weggezaubert worden zu sein. Eine Person suchte einen Händler in der Nachbarschaft auf, um Lebensmittel zu kaufen und kehrte nie zurück. Eine andere ging um eine Straßenecke und war im nächsten Augenblick wie vom Erdboden verschluckt. Ihr Begleiter blieb ungläubig zurück. Stellt euch jetzt einfach mal die Akte X-Musik vor. Alles in allem sind im letzten halben Jahr 10 Männer und Frauen auf diese Weise verschwunden. Das ist wirklich merkwürdig. Schau nicht so enttäuscht rein, du Spinner. Und was ist? Irgendeine Idee? Es wäre unklug, ohne vorherige Untersuchung Schlussfolgerungen zu ziehen. Great. Sehr gut, danke. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Dafür kümmere ich mich um den Folianten, während du unterwegs bist. As you wish. Ein faires Geschäft, würde ich sagen. Obwohl ich meinen möchte, dass die Gelegenheit, solch ein besonderes Rätsel zu lösen, bereits Belohnung genug ist. I see. Das passt. Also viel Spaß bei der Untersuchung.
Zuerst sollte ich Odette fragen, wo genau die Entführungen passiert sind. Also er muss in seinen Story-Abschnitten quasi immer so Ermittlungen führen, oder was? Ja, es hat was. Das macht seine Story zu was Besonderem. Finde ich eigentlich ganz gut. Wow. Ihr wollt schon gehen? Habt ihr etwas Interessantes entdeckt? Okay. Alle vermissten Menschen sind vor dem Gasthaus verschwunden. Das ist ja schon mal eine recht wertvolle Info. Und die Kanalisation spielt eine Rolle. Hinter dem Gasthaus gibt es einen Eingang zur Kanalisation. Ja, hier die Höhle. Cool. Eine Zeugenaussage. Die Menschen sind sowohl am helllichten Tag als auch mitten in der Nacht verschwunden. Ja, die wurden jetzt alle in die Kanalisation gebracht, oder was? Von wem und warum zum Geier? Übrigens, danke an Minecraft, Minecraft für das VIP-Abo. Und nochmal an den Trisi für 2,29. Streamst du das Splatfest am Wochenende? Nö. Splatoon 2 ist beendet. Gumball. 2 Euro per Superchat. Danke dir. Glückwunsch zu den 1 Million Abonnenten. Und nochmal danke. Und damit, glaube ich, habe ich das Wissen angehäuft, um den Fall zu lösen. Wo sind die Leute verschwunden? In der Nähe des Gasthauses. Die Opfer befanden sich immer in der Nähe des Gasthauses, als sie verschwanden. Wir können mit absoluter Sicherheit sagen, dass sie sich nicht in Luft aufgelöst haben oder auf andere unsinnige Weise verschwunden sind. Wann sind die Leute verschwunden? Zu jeder Tageszeit. Also scheint es logisch, dass sie entführt wurden. Ja, aber wie ist das denn am helllichten Tage einfach so möglich? Und dass der Entführer einen geheimen Weg genutzt hat, um sich den Blicken der Öffentlichkeit zu entziehen. Welche Route wählte der Entführer, um keine Aufmerksamkeit zu erregen? Die Kanalisation. Aber ist doch trotzdem lächerlich. Ich meine, dann muss er die Person erstmal überfallen, K.O. schlagen oder was auch immer. Auf jeden Fall wehrlos machen und dann dahin schleppen. Das muss doch jemand gesehen haben. Ja gut, wir haben ja auch einen Zeugen befragt. Aber ich meine, es muss ja wirklich mal jemand live gesehen haben. Vor allem am Tag. Der Eingang zur Kanalisation wäre wohl ein solch idealer Fluchtweg. Ja, zweifellos hat der Übeltäter den Untergrund genutzt, um seine Opfer zu verschleppen. Tommy, du bist der Einzige, der mal meinen Namen richtig ausgesprochen hat. Yes! Achievement unlocked! Ist dein Name eigentlich an Minecraft angelehnt? Also es schreibt sich ja völlig anders, aber es spricht sich halt so ähnlich. Deswegen dachte ich, es soll so eine abstrakte Form von Minecraft sein. Aber vielleicht ist es auch was völlig anderes. I don't know. Ich sollte mich dort unten wohl mal selbst umschauen. Ja, dann bring aber eine Maske mit, weil der Gestank wird vermutlich ziemlich heftig sein. Bah. Ich war selbst noch nie in der Kanalisation, aber ich glaube, wir kennen das alle. Hin und wieder mal stinken die Gullis einfach so richtig krass. Und ja, das ist schon an der Oberfläche kaum zu ertragen. Da wären wir. Wie es aussieht, sind diese Kanäle älter als das Dorf selbst.
Wahrscheinlich wissen viele Dorfbewohner nicht einmal, dass es sie gibt. Ja, irgendwohin muss die Scheiße doch gespült werden. Es verlangt nach einer gründlichen Untersuchung. Solange es nicht im Gewässer stattfinden muss. Doch ich muss mich vorsehen. Schließlich könnte mir der Übeltäter in diesem Moment auflauern. Ich werde also vorsichtig vorgehen. Ja, nicht nur das. Hier unten gibt's die schrecklichsten Viren und Bakterien. Irgendwelche Mutationen sind hier mit Sicherheit am Start. Es wäre doch keinem geholfen, wenn ich das nächste Opfer des Bösewichts werde. Nee. Ich stelle gerade fest, dass VIPs im Chat nicht nur das Icon haben, sondern sogar mit einer grünen Schrift hervorgehoben werden. Ist das schon immer so gewesen? Es fällt mir tatsächlich erst jetzt auf. Weil ich gerade nach einer Antwort von dem Minecraft gucke. Ja, hier. Und wenn nur ja, der Name ist daran angelehnt, sollte aber anders geschrieben werden. Ach cool, habe ich das ja sogar richtig interpretiert. Würdet ihr 590 Kilometer fahren, um auf die Gamescom zu gehen? Schwierige Frage. Ich gehe gleich nochmal drauf ein. Erstmal Reisegeplänkel. Interesting. Ich sehe Anzeichen dafür, dass jemand diese Kanalisation als Durchgang genutzt hat. Ja, wie vermutet. Schlammige Hand- und Fußabdrücke an den Mauern und auf dem Boden. Wirklich Schlamm? Oder was anderes? Braunes. Und noch nicht alt. Der Schlamm war noch feucht. Firion, was machst du eigentlich hier? Ich verstehe. Eine sehr nützliche Information. Ihr habt ein scharfes Auge, wenn euch so kleine Details nicht entgehen. Alles nur Erfahrung. Okay. Aber ich bin froh, wenn ich helfen kann. Ich hatte befürchtet, hier nur als Zuschauer dabei zu sein. Eure Erfahrung ist das Ergebnis sorgfältiger Studien und sie verleiht euch wertvolle Fähigkeiten, versteht ihr? Oh, aber wir haben jetzt keine Zeit für Diskussionen, mögen sie noch so interessant sein. Vielleicht finden wir später Gelegenheit dazu. Nur keine Umstände, eure Vorträge verursachen mir Kopfschmerzen. War ich zu ehrlich? Ja, ein bisschen. Nö. Bei mir sind die VIPs normal. Ach so, echt? Ihr seht diese grüne Schrift gar nicht? Grüne Schrift ist schon lange da, schreibt aber einer. Okay. Auf dem Handy gibt es aber keine Veränderungen in den Namen bzw. der Farben. Ah, interessant. Nee, hier bei mir ist es auf jeden Fall sehr eindeutig zu sehen, wer ein VIP ist und wer nicht. Finde ich cool. Korb voller anregenden Pflaumen. Ja, aber zurück zu dem Gamescom-Thema. 590 Kilometer, das ist natürlich schon brutal. Ich würde es davon abhängig machen, wie viele Tage du da bist. Für einen Tag lohnt sich's absolut nicht. Außer du bist am Dienstag da. Da hast du halt noch die besten Chancen, was anzuspielen. Dafür brauchst du aber eine Wildcard, weil es halt der Pressetag ist. Ansonsten, boah, wenn du mehrere Tage da bist, würde ich's davon abhängig machen, ob du schon häufiger auf der Gamescom warst. Wenn ja, dann mach's. Schau, ob genug Spiele dabei sind, die dich interessieren. Wenn nicht, bleib ihr fern. Wenn ja, geh hin. Aber es ist halt an sich schon eine heftige Distanz. Und man muss sich immer im Klaren sein, dass man auf der Gamescom nicht so easy zum Anzocken kommt. Ja, die Schlangen sind halt schon brutal. Im Schnitt schafft man da 2 Spiele am Tag. Als normaler Besucher, sage ich jetzt mal. Und warum ist dieser... Wir haben doch so einen Schnepfendolch gefunden, oder nicht? Habe ich mich da verlesen? Ich habe Schnepfendolch gelesen, aber ich finde den gerade nicht. Zum Teufel. Könnt ihr mir nochmal sagen, was wir da gerade in der Truhe gefunden haben? Wenn man 590 Kilometer fahren muss, könnte man ja auch fliegen oder mit dem Zug fahren. Ja, das Ding ist halt, fliegen ist teurer. Und man darf auch nicht vergessen, dass man
2 Stunden vor Abflug immer am Flughafen sein muss. Ja, das musst du ja auch noch mit einberechnen. Ich finde, rein um Zeit zu sparen, lohnen sich Inlandsflüge eigentlich kaum. Das macht man, wenn dann nur, wenn man halt echt keinen Bock hat, so eine lange Distanz zu fahren oder wenn man sich nicht auf die Züge verlassen will. Ja, dann lohnt sich Fliegen, aber um Zeit zu sparen, rein in Deutschland zu fliegen, nee, eher nicht. Eher nicht. Ich bin ja selbst mal nach... Ach, leck mich am Arsch. Außer du wohnst wirklich in der Nähe eines Flughafens. Dann vielleicht noch, ja. Aber bei mir zum Beispiel lohnt sich das überhaupt nicht. Ich muss entweder nach Nürnberg oder nach Frankfurt fahren. Es dauert beides so um die 2 Stunden. Und dann eben nochmal 2 Stunden vor Abflug am Flughafen sein. Wobei ich meistens da ein bisschen, soll ich sagen, dumm bin. Und häufig nur 1 Stunde vorher da antanze. Und dann häufig ist es sehr, sehr knapp. Würde ich niemandem empfehlen. Gott, wie ich die Gegner hasse. Was haben denn die Arschlöcher für Schwächen, ey? Ja, und dann dauert der Flug ja auch nochmal eine Stunde oder so. Und dann bist du in meinem Fall schon bei 5 Stunden. Ja, da kannst du auch direkt ins Auto steigen und selbst hinfahren. Weißt du? Aber der Flug wurde bezahlt, von daher... war es mir recht. Ich würde es aber selber, glaube ich, nicht machen. Ach, warum greife ich mit Axt an? Das hat ja vorhin schon nicht funktioniert. Ja, gut. Also auf jeden Fall, zusammenfassend, mach's mal lieber von den Games abhängig, ob dir die taugen. Ja, geh hin, aber für einen Tag würde ich es nicht machen. Eine Unterkunft brauchst du ja auch noch. Und die sind teuer. Was sind das für scheiß Gegner? Deren Schwächen und so gefallen mir überhaupt nicht. Erstmal brechen. Den stärksten vorne. Und jetzt hier mit voller Power im Feuerball aufräumen. Komm. Ja, zum Glück, ey. Aber diese Knochengerüste, die sind mir meistens total unsympathisch. Nerven, ey. Gumball, 2 Euro Trinkgeld. Du bist mein Lieblings-YouTuber. Danke dir. So, nochmal zu dem Item. Was haben wir hier gerade gefunden? Schnepfen irgendwas. Was war das denn? Schnepfensäbel war in der Truhe. Ein Säbel? Ist das dann ein Schwert oder was? Ja. Boah, krass ist sogar. Es hat gute Werte. Eher Firion oder eher Harnet geben? Ich glaube eher Harnet. Ja, ihr Elementangriff würde sinken, aber das interessiert bei ihr überhaupt nicht. Physischer Angriff würde stark steigen und Genauigkeit auch. Geben wir ihr. Außerdem hat sie noch den Rundumschlag. Der halt auch nice ist. Ist da ein Geheimgang? Lol, tatsächlich. Aber ich glaube, das führt zum Boss oder so. Deswegen schauen wir uns erstmal woanders um. Oder geht's da einfach nur weiter? Gerade kein Plan. Moment. Muss mich erstmal hier einfinden. Was haben wir denn da? Ein Salamander. Den würde ich gerne fangen. Der ist ja eigentlich auch easy zu fangen, deswegen werde ich jetzt immer schön hier meine Boostpunkte benutzen, um ihn schnell zu brechen. Oh, hört auf anzugreifen! Macht viel zu viel Damage. Blitzeinschlag. Ach, die Scheißviecher. Nein! Es hat alle getötet, nein! Oh je. Boah, shit. Cyrus ist OP. Also hier ginge es auch weiter. Dann führt das vielleicht zu einem Secret.
Feuerseelenstein. Ja, ich gehe nochmal zurück. Ist aber auch ein ziemlich offensichtliches Secret hier. Was? Das ist nur eine Verbindung? Oh, come on. Really? Ich dachte, das war... Dann halt nicht. Was? Weißt du, was der Unterschied zwischen Donations von Apple und Android ist? Da gibt's keinen Unterschied. Wie meinst du das denn? Verstehe ich gerade überhaupt nicht. Cyrus haut richtig rein. Ja, vor allem jetzt. Apple-Nutzer können keine runden Beträge donaten. Android-Nutzer können keine ungeraden Beträge donaten. Was? Wirklich? Was ist das denn für ein Schwachsinn? Okay. Also das wusste ich nicht. Da würde mich mal der Hintergrund interessieren. Aber ich habe keine Ahnung, Leute. Kann euch das nicht beantworten. Ich weiß immer nie, wie ich angreifen soll mit diesen blöden Viechern da. Ach, weißt du was? Ich glaube, wir machen mal einen Pfeilhagel. Hat man schon länger nicht mehr. Räum auf! Ah, Mann! Wieso treffe ich denn kaum? Haben die so eine hohe Ausweichrate, diese verflixten Marionettenknochen, oder was ist da los? Die erwische ich nämlich echt selten. Cyrus braucht Energie. Sonst stirbt er mir weg. Wow, und Alfin ist jetzt echt ein guter Heiler, ey. Gefällt mir. Ja, das heißt nichts. Horizontali! Gefleckte Viper. Findest du Marine hot? Wer ist ein Marine jetzt schon wieder? Gumball. Ich kann mich leider nicht erinnern. Tut mir leid. Also der Name sagt mir was, aber ich kann es gerade überhaupt nicht zuordnen. Ich kann auf Apple nur 99 Cent... 2,29 und so weiter donaten. Ach, deswegen kommen diese Beträge so häufig. Das erklärt es natürlich. Bei mir ist das auch aufgefallen. Aha. Lol, da muss ich echt mal mit so einem Apple-Verantwortlichen sprechen, weil mich das echt interessiert, warum zum Teufel das so festgelegt wurde. Das ist ja weird. Oh, damn it. Ihr Schweine. Ja, kriegen wir hin, oder? Axtschlag. Muss aber sagen, die Gegner von Cyrus zweiten Story-Kapitel sind bisher die schwierigsten von allen Story-Kapiteln. Weil die sind richtig unangenehm. Er meinte Marina. Ach so. Ja gut. Vielleicht das nächste Mal dann nochmal gucken, bevor du die Donation abschickst, ob alles passt, weil das ist dann natürlich ein komplett anderer Name, Marine. Ja, aber um darauf zu antworten, natürlich finde ich Marina hot, sicher. So wie die meisten. Soll sie ja auch sein. Sie wurde ja mit Absicht so designt, dass man sie hot findet. Das ist von Nintendo schon bewusst gemacht worden. Sind wir schon da? Nee. Ernsthaft so schnell? Niemals, oder? Was ist bitte eine Verwirrungsstaubflasche? Oh, diesmal flüchtig aber. Jetzt habe ich keinen Bock mehr auf euch. Wenigstens weiß ich jetzt alle Schwächen. Der Wind war noch dabei. Naja, gut. Lasst mich in Ruhe!
sind nur Jungs im Team, außer Harnett. Heute mal Männerpower. Zuletzt hatten wir häufig viele Frauen. Die machen aber mal eine Pause. So, ja, warte. Für den Fall, dass es jetzt echt schon zum Kampf kommt, nochmal checken, ob wir was erlernen können. Ja, ich könnte Cyrus den Schneesturm geben, aber ihr sagt alle immer, ich soll für die ultimative Attacke warten. Oder muss ich erstmal alle vorherigen aktiviert haben, damit sich die hier freischaltet? Weil da steht halt auch nur Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Das wäre auch mal nützlich zu wissen, Leute. Ob ich erst alles andere erlernen muss, um die ultimative Attacke freizuschalten. Weil jeder Char hat halt eine ultimative. Brauchen wir sonst noch was? Nee, ne? Nee. Maximal das da. Ich gönn ihm mal. Weil ich denke, Kleriker werde ich auf Alfin auch häufiger nehmen. So. Du musst alle haben für die Ulti. Okay. Dann aktivieren wir den Schneesturm. Wenigstens kann ich jetzt auch schon sehen, was es für eine Ulti ist. Ich habe aber schon gehört, dass die übelst OP sein sollen und gerade für Bosskämpfe sehr nützlich sind. Kosten 30 FP. Es ist eine göttliche Fertigkeit. Über 3 Runden visiert die Magie eines Verbündeten, die sonst alle Gegner betrifft, nur einen an. Dafür mit Extraschaden. Die Magie eines Verbündeten. Die sonst alle Gegner trifft. Ist damit jetzt so ein gerufener Char gemeint? Oder meinen sie zum Beispiel den Feuersturm? Trifft ja alle Gegner und das zweimal. Und würde das mit dieser Attacke hier, wenn ich die vorher einsetze, über 3 Runden so sein, dass halt ein Gegner den Schaden kriegt, aber dafür mit extra Schaden? So ultimativ finde ich das jetzt gar nicht. Und Max Boost braucht man auch. Ach so. Okay. Bündelt Multidamage auf einen Gegner. Ja, aber das hört sich für mich gar nicht so OP an. Oder wonach richtet sich das denn? Je mehr Gegner auf dem Feld sind? Das müssen wir ausprobieren. Keine Ahnung. Ich finde die Beschreibung etwas weird. Also ich habe schon verstanden, wie es funktioniert. Aber es hört sich jetzt gar nicht so overpowered an. Naja, egal. Egal. Können wir eh noch nicht erlernen. Ist Zukunftsmusik. So, gerade die FP von Cyrus füllen wir komplett auf. Harnett bekommt auch noch so ein Ding. Jo, dann mal schauen, was hier geschieht, hä? Ist halt effektiv gegen Bosse. Ja, ich werde es einfach mal ausprobieren, wenn es soweit ist. Wird schon seinen Sinn haben. Da ist noch eine Truhe übrigens. Kriegt man aber bestimmt erst nach dem Boss. Was zum Teufel? Foltert der die Leute hier? Oder warum hängt da einer? Grundgültiger. Dass unter der Oberfläche solch kunstvolle Strukturen schlummern. Was zum Henker ist das hier für eine Freakshow? Er ist tot. Aber was zum verfickten Teufel ist passiert? Als hätte man all das Blut aus seinem Körper gesogen. Und was ist das auf diesen seltsamen Mustern? Also mir war schon klar, dass nur ein völlig Irrer sich hier unten einnistet, aber... Bruder muss los, was geht? Hier wurde zweifelsohne unheilvolle Zauberei praktiziert. Diese Edelsteine. Also, wenn meine Hypothese stimmt... Müssen sie aus kristallinem menschlichen Blut bestehen?
Und doch sieht es so aus, als wären unzählige Rottöne miteinander vermischt. Könnte es sein, dass jeder Edelstein das Blut von mehreren Opfern enthält? Meine Güte, Schreckliches muss hier geschehen sein. Wie viele Unschuldige sind diesem blutsaugenden Zauberer zum Opfer gefallen? Wenigstens kennen wir nun das Motiv, das hinter diesen Entführungen steckt. Der Bösewicht, mit dem wir es hier zu tun haben, ist kein gewöhnlicher Krimineller. Ja, das sowieso nicht. Nein, es widerstrebt mir sogar, ihn ein menschliches Wesen zu nennen. Männern und Frauen aus diesem armen Dorf das Leben auszusaugen, nur um sie dann zu entsorgen. Dies ist ein wahrhaftiger Dämon, der unter uns wandelt. Eines ist klar, dieses Monster muss aufgehalten werden, bevor es erneut zuschlagen kann. Als Akademiker muss ich gestehen, dass mich die Geschichte der dunklen Künste fasziniert. Aber sie zu praktizieren, das überschreitet jede Grenze. What the? Lebt da noch einer? Oh mein Gott. Die junge Dame in dieser Zelle, sie ist immer noch am Leben. Ich muss sie befreien, wenn sie nicht dasselbe Schicksal wie die anderen ereilen soll. Das Buch heißt ja auch nicht einfach sowas mit Pforten aus der Hölle. Ja, da hast du allerdings recht. Trotzdem habe ich nicht erwartet, so eine Freakshow hier vorzufinden. Oh oh. Und wer genau seid ihr? Nur ein unbedeutender Gelehrter. Ich kam hier vorbei und dabei fielen mir diese seltsamen Edelsteine auf. Sind sie vielleicht euer Werk? Und diese merkwürdigen Glyphen, sind das nicht hochhornburgische Runen? Sehen Sie das? Die Folianten des alten Hornburg sind seit langem verschollen. Kein gewöhnlicher Gelehrter wäre in dieses Wissen eingeweiht. Aber wie kann ein anständiger Akademiker solch schreckliche Taten vollbringen? Oh, ja. Ihr scheint bewanderter zu sein, als ihr zugeben möchtet. Sie leben noch, ja? Wenn ihr wisst, was gut für euch ist, lasst ihr sie sofort frei. Nun, da ihr so freundlich darum bittet, aber nein, ich denke nicht. Wie schade. Hättet ihr eure Nase nicht in meine Geheimnisse gesteckt, hätte ich gern euer Wissen angezapft. Jetzt muss ich mich damit begnügen, euer Blut abzuzapfen. Ganz sicherlich nicht, du Freak. Alter, ist der auf Scream oder was? Was für ein Schwachmat. Ah, da tropft sogar das Blut von seiner Sichel runter. Ey, der ist doch völlig plemplem, der Junge. Irgendwie absehbar, dass er Lichtschwäche hat. Boah, wie gut, dass ich das noch aktiviert habe. Bei wem war denn das? Bei Alfin, glaube ich, ne? Ja, okay, aber alles der Reihe nach. Schauen wir erstmal, was er noch so für Schwächen hat. Dolch wäre supi. Hat er! Nice! Oh oh. Nein. Nicht dieses Spielchen. Okay. Arbeiten wir mit starken Items. Die haben mit Sicherheit auch Lichtdämme. Ja, wobei, wollen wir Licht jetzt schon verwenden? Ich mache erstmal einen normalen. Okay. Also, die haben auf jeden Fall alle Lichtschwäche. Das ist gut. Aber was noch? Ich will es diesmal frühzeitig wissen. Axt und Feuer ist dabei. Okay. Axt erfreut mich. Schlag zu, Harnett! Gerne mehrfach. So, dann Feuer. Aber ich glaube nicht, dass ich mit Furion jetzt Bock habe, hier Feuer zu zünden. Es ist nicht so stark. Greifen wir lieber mit seiner Axt an. Können den ersten Gegner auch gleich brechen. Sollten wir auch machen. Ja, weil der wäre nämlich als nächstes dran. Nach dem Boss. Verhindern wir dies. Nun, Cyrus.
Am besten noch nicht so viele BP verschwenden, also einen ganz normalen Feuerball zünden. Das reicht. So. Macht ja auch gut Damage. Dann Alphen. Amputation, oder? Ganz klar. Hau rein! Yeah! Wir müssen so schnell wie möglich weg. Sonst können wir den Boss nicht brechen. Was nicht gut ist. Mach mal einen Switch rüber, oder? Brechen wir die andere Drecksau. Ja, schön. 3 Hiebe. Tipptopp. Und sie darf nochmal. Also, sind alle noch weiß. Ich hau auf den rein, weil er gleich wieder seine Schilde zurückbekommt. Und bleibe bei der Taktik. Erstmal schön BP sparen. Die Feuerattacke ballert genug. Beide Knochengerüste sind gebrochen, kriegen extra Schaden. Das gefällt mir so. Und jetzt... fällt mir gerade ein, dass wir auf ihm hier ja jetzt auch die Amputation haben. Das ist mir vorhin entfallen. Holen wir das also nach. Yo. 600 DMG. Der sieht echt super lame aus. Der Boss? Finde ich überhaupt nicht. Und ja, ich habe die Lumineszenz aktiviert. Ich will sie aber jetzt noch nicht nutzen. Habe ich ja bereits angesprochen. Wobei, in dem Moment... lohnt sich dann schon, weil sie beide gebrochen sind, aber es macht halt auch nicht viel Schaden, ne? Ja, ist egal. Ist auf jeden Fall eine Option, die wir noch haben. Oh, scheiße, was ist das für ein kranker Angriff? Hände der Dunkelheit. Ja, toll. Ich kann nichts sehen. WTF! Und plötzlich rasten Jale aus. Cyrus ist fast tot. Okay, versuchen wir es erstmal mit der ersten Hilfe. Hat geklappt. Bisschen KP zurückbekommen hat der Gute. Dann werden wir mit ihm auch angreifen. Flame! Vielleicht stirbt der Erste. Nein, leider nicht. Und du solltest, wenn möglich, auch nochmal heilen. Und zwar mit mehr Heilen diesmal. Weil wir alle schon richtig kassiert haben. Okay, das bringt 500 zurück. Gute Sache. Alter, wir sind so heftig gedebufft. Da könnte sich jetzt ein Item durchaus auch lohnen. Brauche ich denn da? Da gab es nicht auch Moves, die derartiges bewerkstelligen können? Ja, ne? Ne, ich hole eine Bestie jetzt. Ich hole eine Bestie. Weil ich glaube, die treffen ja noch. Wäre zumindest lächerlich, wenn die Attacke daneben geht, weil nur Hahn ist ja geblendet, aber nicht die Monster. Holen wir das Kriechbaumwesen. Okay, hat getroffen. Und sogar alle geblendet, also das ist hier der geblendete Fight sozusagen. Lül, alle sehen nichts gefühlt. Hey Sunshine, danke für 50 Euro Donation per Superchat. Sehr großzügig. Danke dir, Alter. Was ist dein heißester Charakter und kannst du eine Story erzählen, egal wann? Du meinst jetzt, wen ich am hottesten finde? Dazu müsste ich erstmal überlegen, keine Ahnung. Aber wer meine LPs gesehen hat, der weiß ja, welche Chars ich feiere. Vom Look. Aber die Story kann ich dazu jetzt nicht erzählen. Also ich weiß nicht, woran du denkst. An irgendwas Bewerbes oder so? Nee. Gibt es nicht. So weit geht meine Bewunderung dann auch wieder nicht. Hm.
Moment mal. Scheiße, ey. Weiß jetzt nicht so recht, wie ich agieren soll. Ich glaube, ich werde diesen ganzen Scheiß nur mit Alfen los. Deswegen nutze ich ein Item, Lichtseelenstein. Take this. Und mit ihr einfach zuschlagen. Der erste Hieb ging daneben, der zweite hat getroffen und den Bruch herbeigeführt. So, und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir diesen Scheiß lösen. Warte. Ich brauche erstmal etwas, was für mehrere Charaktere da ist. Arzneimittel mit begrenzter Wirkung in kleiner Menge, in großer Menge. Das große Menge war ausschlaggebend, oder? Ich glaube. Lass erstmal sehen. Ja, ist so. Okay, jetzt noch das passende Suchen. Aber was brauche ich davon? Ich weiß halt nicht, was das bedeutet, Geist regeneriert. Ist das vielleicht sogar das, was ich suche? Da dürft ihr mir jetzt helfen. Welches Item brauche ich? Hast du gesehen, dass das Zeichen für Vergiftung ein lila Totenkopf ist? Ah, das bedeutet das. Okay. Nee, aber gibt es eine Möglichkeit, wie ich alles auf einmal heilen kann? Hier diese... Nee, Pflaumenessenz war doch für was anderes gut. Dann vielleicht die geheimnisvolle Blüte einfach mal ausprobieren. Ich mach das jetzt mal. Auf gut Glück. Was bedeutet die Spritze? Also es hat durchaus was gebracht. Vor allem haben wir auch sehr viel GP zurückbekommen. Du kannst ein Mutkraut nehmen. Okay, Mutkraut würde helfen. Aber wir sehen jetzt zumindest wieder etwas, was schon mal sehr gut ist. Vor allem deshalb, weil ich dieses dreckige Knochengerüst jetzt mal loswerden will. Der müsste eigentlich auch nicht mehr so viel wegstecken. Also hau ihm eine Amputation rein, Firion! Okay. Von Alfin eigentlich dasselbe, würde ich sagen. Und dann sind wir den, denke ich, los. Ich nehme mal zwei Boostpunkte, um sicher zu gehen. Yo, weg ist er. Gideon ist wehrlos. What the hell? 1200! Alter, er hat Firion abgestochen. Er liegt am Boden. Du Drecksack, du. Was hast du für Schwächen? Zeig's mir. Axt und Schwert ist noch dabei. Alright. Ja, also, da die Debuffs jetzt nur noch eine Runde wirken, sitze ich sie einfach aus. Mach mit Alfin rehabilitieren. Ach, das war's, ne? Shit. Ich wusste, dass wir so einen Move haben. Aber der geht auch nur bei einem Charakter. Die Spritze. Eine Runde immun gegen Statuseffekte. Ah, cool. Okay. Auch nice. Also ich bin der Meinung, dass sich dieses Random Kraut, oder was wir da gerade benutzt haben, durchaus gelohnt hat. Bin auf jeden Fall zufrieden mit. So. Und nun... Salamander! Wobei, so klug war das eigentlich gerade gar nicht. Stell ich fest. Verdammt. So, der Boss ist gleich wieder dran. Wir müssen eigentlich alles in den GP-Dieb stecken. Damit mir der Firion nicht wegstirbt. Und er hat nur einmal getroffen. Fuck, er hat nur einmal getroffen. Ah. Leider hilft mir auch so gut wie kein Move von ihm hier weiter. Nee, sogar gar keiner eigentlich. Und von dem Boss bekommt man leider auch keinerlei Money. Nee, noch nicht.
noch nicht. Wir machen einen normalen Eiswind. Er hat leider überhaupt keine Elementschwäche, nur dieses Licht. Das ist alles. Jetzt kriege ich ihn halt auch nicht mehr gebrochen, ne? Sei denn... Nee, das trifft auch nur zweimal. Aber ich nutze es trotzdem. Ach, ich vergesse immer, dass man das nicht buffen kann. Okay, vielleicht verwirrt es ihn. Die Chance besteht auch. Nein. Leider nicht. Ah! Na toll, zwei sehen schon wieder nichts. Aber diesmal weiß ich, wie ich dagegen wirken kann. Ja, heilen wir Harnett erstmal, damit sie in der nächsten Runde dann ihre ganzen Boostpunkte in die Axt stecken kann. Mutkraut, ich brauche Mutkraut. Oder auch nicht. Das hilft mir in der Situation nicht weiter. Ich brauche was gegen die Blende. Gegen die Blende. Da! Lichtkraut. Okay. So, du kannst dich selbst heilen? Oder warte. Oh fuck! Wir haben mit Firion den Move gar nicht drin. Oh damn it. Das ist schlecht. Und der Alphen ist leider erst nach dem Boss dran. Okay, da muss ich jetzt auf jeden Fall einen Bruch erzwingen. Wir brauchen den Bruch. Und wir brauchen KP. Wieder nur einmal getroffen. Shit. Brech ihn, Harnett. Boah. Das ist echt ein schwieriger Boss. Also der hat einiges drauf, du. Aber jetzt können wir auch mal hier ordentlich abgehen. Blitzeinschlag mit Max Power. Yo, 5k Damage. Ja, hier ist jetzt die Frage. Ne, lohnt sich nicht, ne? Es lohnt sich nicht, Firion jetzt zu rehabilitieren. Oder kann man das überhaupt auf jemand anderes anwenden? Das rehabilitieren? Oder geht es nur auf sich selbst? Ne, das kann man auch auf andere anwenden. Okay. Oh, interessant. Es macht auch für zwei Runden immun gegen andere negative Angriffe. Da allerdings Firion in der nächsten Runde sowieso den Blendeffekt nicht mehr hat, macht eine Heilung mehr Sinn. Bei allen aber bitte wieder. Oder? Es kostet so viele FP. Ich konzentriere mich erstmal nur auf Firion. Zweifache Heilung. Ja. So ist gut. Okay. Und jetzt die volle Power in die Axt stecken. Yeah! Jetzt wird mal ein bisschen dein Blut angezapft, du Schwein. Du verringerst seine Verteidigung, wenn es geht, bitte. Das ist nämlich auch ganz wichtig. Oh, schön. Noch ein Zufallsangriff reingeknallt. Und dann hauen wir noch einen Feuersturm raus. Oh, warte, habe ich richtig gesehen, dass er bereits rot ist? Er hat also nicht so viele KP. Nee, gelb ist er. Okay. Ja, aber dennoch, alles gut. Nee, 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 physisch, physisch, Amputation. Yeah. Nicht schon wieder die Scheiße. Du Arsch, ey. Das ist ein Schwein. Also man müsste eigentlich bei dem Bosskampf von Anfang an Alphen komplett dafür verwenden, jeden zu rehabilitieren. Also kann man zumindest machen. Ich weiß immer nicht so recht, was ich mit ihm machen soll in diesem Kampf. Heilt negative Statuseffekte, dann machen wir das mal. Die Rast! So. Hä? Ach, das gilt nicht für Verteidigungs-Debuffs und so, sondern... Ach so. Das zählt nicht als Statuseffekt, das zählt als, was weiß ich, Wertminderung oder so. Auf jeden Fall wird da unterschieden. Das können wir damit nicht wieder neutralisieren. Na geil.
Das macht den Move etwas uninteressanter, wenn ich ehrlich bin. Aber okay. Firion braucht FP. Yes. Sehr nice. Und jetzt lass mal schauen, wie können wir den jetzt noch schnell brechen? Damit. Perfekt. Das trifft nicht nur dreimal, das macht auch ordentlich Schaden. Beste. Jetzt wirst du sterben, du Wahnsinniger. Wir machen dich kalt. Oh. Dank des Verteidigungs-Debuffs kriegt er 1000 Damage von der Goldaxt. Diep. Yo. Und jetzt die volle Angriffspower. Down! Alle Adern durchtrennt. Hier liegt so eine fette Blutlache jetzt rum. Aber das ist doch genau das, was er wollte. Wir kriegen seinen Dolch. Nice. Yo, Leute, also das war der spannendste Boss bislang. Neben dem von Primrose. Und auch das beste Kapitel, fand ich, weil es saudüster ist. Mit so schwarzer Magie und brutalen Morden. Dann noch so eine wirklich gewagte Location. Ja, verschmutzte Kanalisation, Entführungen. Es war zwar ein Kapitel, was ziemlich schnell abgehakt ist irgendwie, weil nicht so viel passiert ist. Allerdings war es mir bei den anderen Kapiteln auch immer viel zu viel Text. Ich weiß, dass das bei einem RPG normal ist, aber wirklich, es war mir zu viel. Und das war mal gut, dass ein Kapitel kurz und knackig war. Von daher habe ich es sehr genossen. Schöne Sache auf jeden Fall. Gut gekämpft. Danke euch. Yay. Das kranke Schwein ist down. Also manchmal machst du einem Angst, Domi. Ich interpretiere nur rein, wie er gehandelt hätte. Den Boss kennst du schon von irgendwo. Ich sag nicht wo. Hm? Gideon. Moment mal, wir haben jetzt sogar seine wahre Gestalt enthüllt. Okay, bevor ich weiter den Chat lese und gespoilert werde, will ich es lieber gleich erfahren. Ach nee, Quatsch, ich habe mich verguckt. Wir haben die ganzen Gefangenen rausgeholt. Der Lappen liegt da rum. Aber den werden wir wahrscheinlich auch gleich demaskieren und vielleicht erkennen. Aber der Name hat mir schon von Anfang an was gesagt. War das nicht einer, den wir in Atlasdam angetroffen haben? Keine Ahnung. Was? Die Eulensäure am besten nicht gebufft nutzen, da sich jeder Boss nach maximal 2 bis 3 Runden wieder vom Bruch erholt. Da lieber den Buff in Angriffe und in Heilung stecken. Kann man natürlich so sehen, aber dafür machen dann auch die normalen Angriffe, während man wieder versucht, ihn zu brechen, mehr Damage. Also ich finde schon, dass sich's rentiert. Aber klar, so einen maximalen Boost würde ich da jetzt auch nicht reinstecken. Aber ich finde so 1-2 Boostpunkte sind da eigentlich schon ganz nice. Puh, sie leben doch noch. Echt alle? Na gut, also zumindest die aktuellen da in der Zelle. Er hat ja, glaube ich, 20 Leute entführt. Für die meisten kommen wir zu spät. Jetzt lieber schnell das Buch wegnehmen, bevor der wieder auf dumme Ideen kommt. Weil wer weiß, ob der Boss wirklich tot ist. Was ist das? Das kann doch nicht sein. Ein Exemplar von Aus den Tiefen der Hölle. Na, das ist doch jetzt wirklich nicht mehr überraschend, Cyrus, oder? Du kannst Harnets Ulti erlernen. Really? Guck ich gleich mal. Ach, wie bedauerlich. Das ist nur eine gekürzte Ausgabe, noch dazu modern übersetzt. Und abgesehen von einigen einfachen Anleitungen zu den Riten und den erforderlichen Reagenzien, fehlen alle anderen Details. Nicht einmal der mögliche Nutzen dieser Blutkristalle wird erwähnt. Was haben wir denn da? Ein Stück Pergament zwischen den Seiten.
Berechnungen zur Anzahl der Versuchspersonen, die für einen Blutkristall erforderlich sind. Verstehe. Und da ist eine Notiz. Erstes Exemplar erfolgreich synthetisiert und geliefert. Geliefert? Könnte es sein, dass jemand diesen furchtbaren Stein in Auftrag gegeben hat? Das ist reine Spekulation, aber könnte derjenige, der hinter dem hier steckt, in Verbindung mit dem gestohlenen Folianten stehen? Wo bin ich? Aha! Ah, ihr weilt wieder unter uns, Fräulein. Ich fühle mich... Ja, scheiße, ist klar, du hast ja auch viel Blut verloren. Das Schlafmittel, welches euch dieser schreckliche Mann eingeflößt hat, zeigt noch Wirkung. Ruht euch erstmal aus. Wer seid ihr? Ach nee, Moment, er hat die vielleicht noch gar nicht angezwackt. Er wollte es erst tun. Eine ausgezeichnete Frage, meine Gute, und eine, die ich gern beantworte. Du machst einem armen Mädchen den Hof, das gerade aus dem Koma erwacht ist? Kennst du denn gar keine Scham? Komm. Sei nicht albern und Hetz. Ich wollte nur Kavalier sein. Natürlich. Jedenfalls, Odette, gibt es da einen Gefallen, um den ich dich bitten möchte? Noch einer? Bitte registriere meine absolute Überraschungslosigkeit. Im Geheimlabor unseres Entführers fand ich ein gekürztes, übersetztes Exemplar von Aus den Tiefen der Hölle vor. Du machst Scherze. Unnötig zu erwähnen, dass das ein überaus wichtiger Anhaltspunkt sein könnte. Ich muss herausfinden, wann und von wem diese Ausgabe übersetzt wurde. Lass mich mal sehen. Wer auch immer es gebunden hat, hat keine Kosten und Mühen gescheut. Indeed. Das dachte ich auch. Es gibt nur wenige Buchmacher im Reich, die solch einen Folianten binden könnten. Na gut, ich werde helfen. Ich danke dir. Erika! Hast du etwas gefunden? Die so dünnen wie robusten Saiten sind charakteristisch für feinstes Kiefernholz. Während die Textur des leuchtend roten Einbandes eindeutig auf gegerbtes Lammleder hinweist. Es gibt nur einen Ort im ganzen Reich, an dem beides in ausreichenden Mengen vorhanden ist. Which means Steingrad. Ich bin ganz sicher. Dorthin musst du also reisen. Yes. Wohin sonst? Ich muss diesen Folianten finden, Odette. Und zwar bevor noch weitere Schrecken unser schönes Königreich erschüttern können. I see. Das war keine Frage, weißt du? Alles klar. So, dann wollen wir mal die ganzen Donations nachholen. Hat man ja jetzt bei der ganzen Aufregung nicht so viel Zeit. Der Rena02 hat 3 Euro donated. Hallo Domi, hier eine kleine Spende. Deine Streams sind immer so lustig und spannend. Mach weiter so und viel Spaß noch bei Octopath. Liebe Grüße, Lisa Marie. Danke Lisa Marie und ebenso danke fürs Angucken. Dann nochmal der Balu mit 15. Ich finde die Schwierigkeit der einzelnen Kapitel der Chars nicht gut verteilt. Ollis drittes Kapitel war mega easy, Inferiens drittem Kapitel dagegen wurde ich übelst zerstört und ich war sogar overleveled. Es gibt schon Unterschiede, das stimmt. Aber es wird einem ja eigentlich auch immer durch diese verschiedenen Stufen angezeigt. Oder nicht?
Also zumindest fand ich bis jetzt diese Angaben hier immer recht gut. Wobei, Cyrus' zweites Kapitel war mit 24 angegeben und wie gesagt, das war jetzt neben Primrose der stärkste Boss. Naja. Wissen wir erst, wenn wir beispielsweise Harnett gemacht haben. Da wird ja 27 vorausgesetzt und bei Olli, was ist es bei Olli? Auch 27. Ja, müssen wir mal schauen, ob die nächsten Bosse dann leichter oder schwerer werden. Sunshine LP hat vorhin nochmal einen Fünfer rausgeknallt per Superchat. Nein, ich bin nicht pervers. Ich meine eine Story von deinem Alltag. So droppe ich ja immer wieder. Das droppe ich ja immer wieder. Und aktuell gibt's nichts zu erzählen. Danny Nindo hat 2,29 donated. Hab ich, glaube ich, übersehen. Ansonsten haben wir alles. Ich will nicht prahlen, aber ich habe Erfahrung in der Jagd auf wilde Ziegen. Oh, nun, das ist interessant. Ihr Fell und ihre Haut sind begehrt, vor allem, wenn sie nicht durch Wunden verunstaltet sind. Statt eines Bogens verwende ich oft Fallen bei der Jagd auf Ziegen. Ich verstehe. Ich stelle der Beute nach, dann treibe ich sie in die Falle oder fange sie mit der Schlinge. Verschiedene Jagdmethoden für verschiedene Beutetiere. Die Jagd ist komplizierter, als man denkt. Wie bei allem muss man den richtigen Weg finden, um sein Ziel zu erreichen. Würde man Suppe mit einer Gabel essen? Ein Steak mit einem Löffel? Hervorragende Beispiele führt ihr da an. Ihr wisst euch, überzeugend zu artikulieren. Ihr habt ein Talent für das Unterrichten. Vielleicht wollt ihr diese Gabe fördern, irgendwann in der Zukunft. Ich eine Lehrerin? Ach, wohl kaum. Ihr scheint euch sehr sicher zu sein. Ich ziehe die Jagd vor. Nun, ein Verlust für die Pädagogik, ein Gewinn für die Jagd, wenn ich das so sagen darf. So, dann mal sehen, wegen Harnets Ulti. Ich glaube aber nicht, dass das geht, weil wir haben noch nicht alles freigeschaltet. Doch. Tatsächlich. Achso, stimmt, bei ihr war das ja, wo wir letzt... Oder? Nee, eben nicht. Wir können es aber trotzdem erlernen. Passt schon. Ja, dann danke für den Hinweis. Gerade jetzt haben wir die 5000 geknackt, deswegen geht's. Auch hier, 30 FP kostet das. Göttliche Fertigkeit. Führt einen sehr mächtigen Bogenangriff auf alle Gegner aus. Okay, das ist geil. Das hört sich doch auch schon sehr viel interessanter an als der andere Move. Kriege ich richtig Bock, das einzusetzen. So, da wir sowieso alles ausgeben müssen, würde ich sagen, gehen wir bei Ferien noch auf FP teilen. Dann können wir nämlich auch schon sehen, was er für eine Ulti hat. Greift alle Gegner per Dolchangriff an und fügt diesen Schaden gemäß Eigentempo zu. Gemäß Eigentempo. Also kommt es hierbei auf den Wert an. Hat der gute Tempowerte? Ja, muss er ja eigentlich, sonst wäre es verarsche. Ja. Mir fällt gerade ein, ich habe sogar noch eine Nuss, die das Puff... das sage ich so oft falsch. Bufft. Sorry. Würde ich es ihm geben. Ups, habe ich mich jetzt verdrückt oder was? Da ist sie. Erhöht Tempo bedeutend. Also hinsichtlich seiner Ulti würde das Sinn ergeben, oder Leute? Ich warte noch auf eure Bestätigung. Ich esse mein Steak mit Löffel, lol. Ja, mach ein Video. Vorher glaube ich dir nicht. Als ob. Pufft. Hashtag pufft. Man verspricht sich halt manchmal. Manchmal kommt es vor, dass Reisegeplänkel hintereinander verfügbar ist. So wie jetzt. Okay. Schaue ich gleich nochmal. Ja, gib sie Ferien. Ergibt Sinn. Ja. Okay. Dann machen wir das. Hier habe ich noch was für elementare Defensive, aber das werde ich der Ophelia geben. Alfin, mein Freund, ihr wirkt niedergeschlagen. Das ist nichts.
Dennoch mache ich mir Sorgen um euch. Nun, ich muss immerzu an diese armen Leute denken, die geopfert wurden. Eine schreckliche Sache. Menschen sollten nicht instrumentalisiert werden. Hast du gehört, AfD? Wissen ist ein Werkzeug, das zum Guten und zum Bösen eingesetzt werden kann, abhängig von seinem Meister. Entscheidend ist der Charakter der Person, die das Werkzeug einsetzt. Die Beschaffenheit ihres Herzens. Euer Herz ist voller Güte und ich glaube, dass jedes Wissen in euren Händen sicher ist. Oh, hört auf damit, Professor. Ich habe genug damit zu tun, möglichst alles über Medizin zu lernen. Wie dem auch sei, es macht mich krank an, all das denken zu müssen. Ich muss mir die Hände waschen. Nehmt dies. Ein Taschentuch? Vielen Dank, Professor. Ich glaube, ich werde viel von diesem Mann lernen. Ja, lernt ruhig voneinander. Kann nicht schaden. Hey, Moment mal. Mir fällt gerade ein. Da war doch noch eine Truhe bei dem Boss. Die konnten wir jetzt gar nicht holen. ETF. Muss ich nochmal reingehen, oder? Weil ich will jetzt schon wissen, was das war. Wie, das geht nicht? Warte, Moment. Ich glaube, ich muss erstmal das Kapitel abschließen und dann wird's wieder gehen. Dann machen wir das halt eben mal. You're still here. Du bist noch hier. I am, ja, aber nicht mehr lange. Danke für alles. Ich stehe tief in deiner Schuld. Du hast hier viel getan. Ich denke, wir sind quitt. Pass gut auf dich auf, Cyrus. Ich habe das Gefühl, dass du dich in etwas einmischt, das sehr viel finsterer ist, als wir beide es uns vorstellen können. Ich bin mir der Gefahr wohl bewusst. Ich werde mit der gebotenen Vorsicht vorgehen. Gebotene Vorsicht? Das glaube ich erst, wenn du aufhörst, dich kopfüber in alles zu stürzen, was nach Geheimnis aussieht. Ein Mann kann wenig an seiner Natur ändern. Das stimmt. Du sagtest, der Foliant sei vor 15 Jahren gestohlen worden? Das sagte ich. Warum? Wie du dich vielleicht erinnerst, wurde der damalige Direktor der Akademie im selben Jahr ermordet. ETF? Und du glaubst, zwischen diesen beiden Vorfällen gibt es einen Zusammenhang? Nein, ich rede nur gerne von Belanglosigkeiten, aber jetzt, wo du es sagst. Das Durcheinander, das dem Vorfall folgte, wäre doch eine gute Gelegenheit, etwas aus den Archiven zu unterschlagen, meinst du nicht? Deine Einsichten sind unbezahlbar und sehr geschätzt. Ich werde das im Hinterkopf behalten. Ich meine es ernst, Cyrus. Gib dort draußen gut auf dich Acht. Das werde ich. Und ich komme zurück, sobald ich der Sache auf den Grund gegangen bin. Ich gebe dir mein Wort. Ich werde gespannt warten. Die hatten doch was, mal ehrlich. Ich weiß nicht, ich glaube, Cyrus ist wirklich vollkommen untalentiert, was Frauen angeht. Ich denke nicht, dass der jemals mit einer was hatte. Und wer ist der Typ da? Oh je. Und so verabschiedete sich Cyrus von Kammbruch. Das übersetzte Buch, das er dem Übeltäter abgenommen hatte, führte ihn zu seinem nächsten Ziel, nach Steingrad im Hochland, wo das Original des Buches, das er suchte, sich sicher befand. Cyrus suchte weiter nach der Wahrheit. Cyrus hat eine der besten Stories meiner Meinung nach. Da schließe ich mich an. Gehört für mich auch zu den besseren bis jetzt. Bin sehr gespannt auf seine zwei letzten Kapitel. Bis jetzt ist das echt sehr gut. Wie recht Cyrus hat. Ja, Männer können nichts für ihre Natur, ist so. So, jetzt aber nochmal gucken wegen der Truhe. Ist echt seltsam. Ich hab mich ja nicht verguckt, da war ja eine. Aber vielleicht habe ich nicht gecheckt, wie man da rankommt. Das kann sein. Cyrus ist zwar ein Frauenschwarm, merkt aber nichts davon. Wie man das nicht checken kann, frage ich mich aber auch, ey. Ein richtiger Dulli, der Typ.
Cyrus ist nicht untalentiert. Ich glaube eher, er hat kein Interesse. Es kann natürlich auch sein, dass er schwul ist. Aber dann sollte er es relativ schnell rausfinden. Zum Teufel komme ich da hin? Hä? Ich kapier's nicht. Wie kommt man da hin? Wie viel Blatt hast du? Nicht viel, weil ich diesen heftigen Stab gekauft habe. Oh, lasst mich doch in Frieden. Ich will doch nur die Truhe haben. Drecksäcke. Hinter dem Bossraum ist der Gang. Was meinst du mit hinter dem Bossraum? Ey, es regt mich gerade echt auf. Wie komme ich da hin? Ist doch Verarsche. Hinter dem Bossraum. Ach so, das könntet ihr mit hinter... Okay, ich glaube, ich verstehe jetzt. Euch schreien. Lasst mich in Ruhe! Wehe, ich kann nicht flüchten jetzt, ne? Lasst mich in Ruhe. Gut. Oder Cyrus ist stolzer Single. Ja, kann auch sein, aber früher oder später trifft's jeden. Was ist denn da jetzt los? Ich komme da irgendwie nicht weiter. Okay. Immerhin habe ich den verdammten Weg gefunden. Hat sich der Aufwand denn gelohnt? Lebhafter Ring, was bringt es? Haben wir schon mal. Tempo plus 20. Ja, gut. Gute Sache für Firion. Ja, dann kann ich schon mal sagen, dass es das nächste Mal weitergeht bei Alphen. Wenn euch der Stream und die Story gefallen hat, würde ich mich über einen Like freuen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal bei Octopath Traveler. Ciao, Leute.